Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, hier bei Yogis Technik-Ecke. Danke, dass ihr auch heute mal wieder zuschaut auf unserem Kanal. Sollte ich viel mehr sagen, denn wir haben diesen schönen schwarzen Karton von One by One hier schon ausgiebig zusammen unter die Lupe genommen, wie ihr gerade gesehen habt. Was habe ich hier heute? Ein paar Ohrhörer, das könnt ihr schon mehr als deutlich abgebildet auf der Front der Verpackung hier sehen. Schön schillernd übrigens die Abbildung, könnt ihr da mal eben sehen. Das sind aber nicht irgendwelche Ohrhörer, sondern solche, ja, für die Audio-Fans unter euch, die Fans echten Musikgenusses bzw. echter Audioqualität, die audiophilen Leute, die sich mit dem ganzen, ja, Kopfhörer-Ramsch, der heutzutage so auf dem Markt ist, nicht zufrieden geben wollen. Deshalb sind diese Ohrhörer hier auch verkabelt mit einem klassischen 3,5 mm Klinkenstecker und nicht etwa kabellose Bluetooth-Ohrhörer, wie ich euch ja auch schon einige in der Vergangenheit auf meinem Kanal gezeigt habe. In zwei Farben können wir die bekommen. Ich habe hier die Schwarz-Variante in einem genauso schwarzen Karton. Und das eigentlich Besondere daran, ihr habt es vielleicht schon auf Englisch hier unten gelesen, mit Double Driver Units. Das bedeutet, wenn man das so ausdrücken kann, dass sich hier, ja, pro Ohr tatsächlich zwei kleine Lautsprecher drin verbergen, die hier für deutlich kräftigeren und voluminöseren Sound sorgen sollen. Das können wir uns hier auf der Rückseite nochmal anschauen. Die Features auf Englisch auch, nämlich hier diese Double Driver Units, also die Doppellautsprecher sozusagen für sehr hohe Soundqualität. Dann gibt es einen Clip, eine Befestigung für das Hemd zum Beispiel. Mikrofon ist auch eingebaut, das funktioniert auch über den 3,5 mm Klinkenstecker, 1,30 m Kabellänge und außerdem gibt es auch noch verschiedene Aufsätze für verschiedenförmige und verschieden große Ohren, genau wie das auch bei Bluetooth-Ohrhörern üblich ist. Die Verpackung können wir hier auch noch aufklappen, um uns mal eben, ja, den Aufbau dieser Ohrhörer hier anzusehen. In allererster Linie sehen wir die hier auf der rechten Seite schon mal. Zeige ich euch gleich natürlich ausgepackt. Viel interessanter ist wahrscheinlich erstmal eben das hier. Hier sehen wir, ja, diese Doppellautsprecher-Architektur. Das könnt ihr euch anhalten, wenn ihr euch das nochmal hier durchlesen wollt. Hier unten nochmal die technischen Daten. 9,2 mm und 7 mm messen diese Lautsprecher jeweils im Durchmesser. Und ja, hier noch die Packungsinhalte und die Bedienung in einigen ganz kurzen Schritten hier, wie wir die Musik abspielen, zum nächsten Lied springen, Anrufe entgegennehmen können über das eingebaute Mikrofon und so weiter. Ich würde sagen, ich ziehe das mal hier oben raus. Dazu müssen wir das hier oben aufklappen. Und ja, dann sehen wir schon, das Ganze wird auch mit sehr edlem Zubehör geliefert, nämlich mit so einer schönen runden Tasche. Und irgendwo, ganz genau hier, habe ich gerade noch ein Stück Papier bemerkt. Eine kleine Anleitung für die In-Ear Pro Headphones von One by One. Da sehen wir die Verpackungsinhalte, die grundlegende Bedienung, das Einstecken des Klinkensteckers. Ich denke mal, das kriegen wir noch hin. Dann, ja, das Gleiche, was wir eben auch schon auf der Verpackung hatten. Die Wiedergabe von Musik. Einmal den Knopf drücken, zum Beispiel für Play und Pause. Zweimal für das nächste Lied und dreimal für das vorherige Lied. Außerdem das Annehmen und Ablehnen von Anrufen zum Beispiel, das Austauschen der Ohrenaufsätze und das Reinigen dieser, einige Sicherheitshinweise und das war's. Mehr brauchen wir auch eigentlich wirklich nicht. Und dann kommen wir hier mal, ja, okay, das ist ja direkt mit den Ohrhörern schon verbunden. Die hier oben, da möchte ich mal nicht dran ziehen, drücke ich mal lieber von hier unten raus. Besser hier nicht am Kabel ziehen, wenn die hier fest drin sitzen, damit wir die nicht direkt schädigen. Das brauche ich nicht mehr. Und dann schauen wir uns erstmal hier diese schöne runde Tasche an. Das ist auf jeden Fall nett gemacht. Da verbirgt sich das Kabel drin und wir können natürlich später auch hinter diesem Reißverschluss, ja, die Ohrhörer selber auch noch mit verbergen. Ganz genau so sehe das dann aus. Passt auf jeden Fall rein. Viel interessanter ist aber erstmal eben, was drin ist. Natürlich die Ohrhörer selber. Die zeige ich euch sofort. Und außerdem eine kleine Box hier mit den zusätzlichen Ohrenaufsätzen in anderen Größen. Beziehungsweise sind das hier diese Foam-Ear-Tips, also die aus Schaum gemachten. Muss mal gucken, wie ich diese kleine Box hier aufbekomme. Okay, etwas fummelig, aber es funktioniert. Hier haben wir also weiße Aufsätze für die Ohren und die sind tatsächlich, ja, aus so einem Schaummaterial gefertigt. Ich weiß nicht, ob das hier auf dem Video rüberkommt. Wirken auf jeden Fall, ja, sehr elastisch, bleiben in der Form so ein bisschen bestehen. Das kann man auf jeden Fall schon mal sehen. Wie auch diese Lärmschutz-Oropacks oder wie sie heißen, die man sich gegen zu laute Musik oder Baulärm oder sowas in die Ohren stecken kann. Daran erinnern die auf jeden Fall. Und dann haben wir hier hinter einem kleinen Netz noch verborgen, auch ganz nett gemacht. Genauso wie auch die Innenseite hier der Tasche. Alles sehr weich und edel auf jeden Fall mit One-by-One-Aufschrift. Hinter diesem Netz haben wir dann noch
ein kleines Tütchen mit weiteren Ohren aufsetzen. Allerdings sind die nicht aus diesem Schaummaterial, sondern ja, ganz normal aus Gummimaterial, welches sich nicht so zusammenzieht. Das bleibt immer in der Form bestehen, könnt ihr sehen. Und außerdem hatten wir hier auch noch diesen Clip drin, ganz genau den. Den hole ich jetzt nicht raus. Gut, jetzt habe ich sie doch rausgeholt, aus dem einfachen Grund, um euch mal eben hier ein paar ganz interessante Formen zu zeigen. Zum Beispiel diese hier, habe ich so auch noch nicht gesehen. Also hier sollte auf jeden Fall für jede Ohrenform was dabei sein. Zum Beispiel auch sowas hier mit so einem Doppelaufsatz obendrauf. Das ist tatsächlich ein Teil. Die hängen nicht irgendwie aneinander. Hier könnt ihr das nochmal sehen. Also sehr interessante Variationen von Ohrenstöpseln hier. Jetzt kommen wir aber erstmal zum Eingemachten hier, nämlich natürlich zu den Ohrhörern selber. So sehen sie aus mit L- und R-Beschriftung und einer 1, nämlich dem One-by-One-Logo auf der Rückseite. Und ja, einem transparenten Gehäuse, sodass wir da zumindest ansatzweise in die Technik reinblicken können. Die konnten wir ja eben auch in der Explosionszeichnung auf der Verpackung sehen. Auch hier von der Innenseite können wir reinsehen. Und hier sehen wir jetzt ja so einen Ohrenaufsatz aufgesteckt. Den kann ich auch mal eben abnehmen, um euch vielleicht direkt zu demonstrieren, wie wir einen anderen aufsetzen. So sieht das dann aus, wenn die abgezogen sind. Wenn ich mir zum Beispiel mal hier diese etwas spezielle Dreierform nehme, die setze ich dann einfach hier drauf, ja, ziehe das hier runter und das war es im Grunde genommen schon. Die sitzen sicher hier drauf und da sollte, wie gesagt, für jedes Ohr was dabei sein. Schauen wir uns die Ohrhörer mal weiterhin an hier. Das Kabel so ein bisschen gezwirbelt in einer transparenten Ummantelung. Und hier kommt dann schätzungsweise 10 bis 15 cm an der, was ist es, rechten Seite hier, kommt dann die Bedienung, das Bedienelement hier mit dem kleinen Knopf. Da haben wir ja gerade gesehen, einmal drücken für Play-Pause, zweimal drücken fürs nächste Lied, dreimal drücken fürs vorherige Lied. Dann kommt noch ungefähr 10 bis 15 cm weiter dieser Verteiler hier, der die beiden Ohrenseiten auf ein Kabel zusammenbringt, was auch auf jeden Fall sehr praktisch ist. Und dann ja, kommt der Rest des Kabels, insgesamt 1,30 Meter. Das stand ja gerade auf der Verpackung und das Kabel macht von der Haptik her auf jeden Fall auch einen schönen Eindruck. Das ist schön elastisch, irgendwie so ein Silikonmaterial, weiß ich nicht, aus was das hergestellt ist, aber wirkt auf jeden Fall hochwertig und dem ganzen Zubehör hier ebenbürtig. Was die Soundqualität angeht, lässt sich das natürlich hier über ein YouTube-Video nicht wirklich gut vermitteln. Das ist immer ein Nachteil an solchen Reviews hier. Was ich euch aber auf jeden Fall guten Gewissens nach ungefähr einer Woche Nutzungszeit jetzt sagen kann, ist, dass diese In-Ohr-Hörer hier, die verkabelten von One-by-One, bei weitem, und ich meine wirklich bei weitem, bessere Audioqualität liefern als sämtliche Bluetooth-Ohrhörer, In-Ohr-Hörer, die ihr zum Beispiel da hinten nochmal dekoriert seht, die ich bisher testen durfte, auch auf meinem YouTube-Kanal natürlich. Also diese Architektur hier mit den jeweils zwei Lautsprechern pro Ohr, die verrichtet auf jeden Fall ihren Dienst. Und dazu kommt dann noch, dass ich jetzt hier diese Schaumohrenstöpsel aufgesteckt habe, wie ihr sehen könnt. Die werden zwar ein bisschen unschön gelb-orange im Laufe der Zeit, könnt ihr hier oben mal eben sehen, denn kein Ohr ist so sauber, als dass da nicht was auf diese helle Farbe übergehen würde. Die hätte man vielleicht aus diesem Grund auch in dunkel machen können. Aber mit diesen Schaumohrstöpseln sitzen diese Teile wirklich wie angegossen, verrutschen kein bisschen und ihr habt den absolut bestmöglichen Sound. Vor allen Dingen auch sehr intensive und kraftvolle Bässe. Das hat mich auf jeden Fall überzeugt an diesen Ohrhörern hier. Mit denen macht es auf jeden Fall richtig Spaß, Musik zu hören. Die lassen sich auch wirklich einfach händeln mit dieser Kabelführung hier und natürlich auch der Fernsteuerung. Das Einzige, was man natürlich naturgemäß bei kabelgebundenen Ohrhörern oder Kopfhörern wieder hat, das, wenn wir sie einmal weggepackt haben, egal wie wir das tun, sie zu 99,9% anschließend völlig verknotet sind. Was auch ein schönes kleines Extra ist, ist dieser abgewinkelte Klinkenstecker hier. Das zeige ich euch gerade nochmal. Das sehe so in Aktion aus. Der steht also nicht so ganz brutal nach oben nur weg, sondern leicht zur Seite. Das ist insbesondere schön, wenn man das Telefon in einer engen Hosentasche zum Beispiel trägt. Also hier wurde auf jeden Fall von One-by-One mitgedacht. Nach gut einer Woche täglicher Benutzung über teilweise mehrere Stunden hinweg zeigt sich jetzt hier neben der Verfärbung, die auf jeden Fall nicht mehr rauszubekommen ist nach einigen Tagen. Das ist schade, auch wenn man sich die Ohren wirklich super gründlich reinigt. Ein bisschen geht immer in diese ja, weißen Schaumaufsätze hier über. Ich weiß nicht, ob man die nicht auch aus einer anderen
Farbe hätte machen können. Und was noch dazu kommt, dass man dann durch Reinigungsversuche, also zum Beispiel durch Reiben auf diesen Teilen hier, relativ schnell auch Schäden verursacht, wie ihr hier drin sehen könnt. Hier vorne bröckeln die schon. Ich weiß nicht, ob es an meinen Reinigungsversuchen liegt oder ob das ganz normale Abnutzungsspuren sind vom Tragen im Ohr. Auf jeden Fall kann man hier davon ausgehen, dass diese Schaumohrhörer nicht sehr langlebig sind. Das ist sehr schade, da die mit Abstand die beste Soundqualität ermöglichen hier mit diesen Ohrhörern. Wie gesagt, ich denke mal, das liegt in der Natur der Sache bei diesem Material. Man hätte sie dann wenigstens vielleicht noch dunkel designen können, aber wenn sie eh eine kurze Lebensdauer haben, da sie zerfallen, erübrigt sich im Endeffekt auch das. Wir haben ja aber noch die 4 oder 5 oder 6, waren sogar, glaube ich, Sets an Gummiaufsätzen für diese Innenohrhörer. Von daher sollte es langzeittragetechnisch da keine Probleme geben. Nur dichten diese schwarzen Gummiteile eben nicht so schön ab wie diese Schaumexemplare hier. Mehr kann ich im Endeffekt nicht sagen zu den One-by-One Sportohrhörern mit den Schaumaufsätzen hier, die ich jetzt drauf habe. Leider in leicht orangener Farbe, wie gesagt schon, aber das lässt sich nicht verhindern. Vielleicht kleiner Tipp an One by One, beim nächsten Mal die Schaumaufsätze auch in diesem Schwarzton ganz einfach liefern. Ich denke mal, das sollte technisch kein Problem darstellen. Ich würde sagen, ich schließe mein Review, hoffe, das war für den einen oder anderen hilfreich. Falls ihr auf der Suche nach hochwertigen Double Driver Earphones seid, dann seid ihr hier bei den Exemplaren von One by One auf jeden Fall richtig. Ohne Werbung machen zu wollen. Die wurden mir zwar gratis zur Verfügung gestellt, wie ihr euch sicherlich schon denken konntet, aber das beeinflusst mein Review hier in keiner Art und Weise. Macht mir wirklich Spaß, mit denen jetzt unterwegs zu sein, und für die schöne Soundqualität gehe ich auch gerne den Kompromiss mit den nervenden Kabeln ein. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eine positive Bewertung auf dem Video da lasst, wenn euch das in irgendeiner Weise weitergeholfen, informiert oder unterhalten hat, oder vielleicht sogar ein Abo auf meinem Kanal, wenn ihr noch kein Abonnent seid. Das motiviert mich immer, weiterzumachen. Ich bin jetzt raus, macht's gut vom Yogi285 und ciao, ciao.